Willkommen zurück, meine dunklen Seelen da draußen, ihr Dark Souls, und hier zurück bei Elden Ring. Könnt mir gerne einen Daumen nach unten da lassen und einen Daumen nach oben. Wir haben ja eine neue große Rune, deswegen möchte ich nochmal mit der hier sprechen. Außerdem möchte ich die Boss-Item-Beschreibung lesen. You have returned. What is it? Queen Marika is the vessel of the Elden Ring, carrier of its vision, a god in truth. But after the Elden Ring's shattering, she was imprisoned in the Erd Tree, a grim punishment for shattering the Order, despite her godhood. The fingers speak. Marika's trespass demanded a heavy sentence. But even in shackles, she remains a god and a vision's vessel. Confer great runes to become Elden Lord and join Queen Marika as her consort. The fingers have willed it so. Also, wenn ich das gerade richtig verstehe, bringe ich der Marika die großen Runen, damit sie wieder die goldene Ordnung herstellen kann. Und dafür werde ich halt Elden Lord. Ich glaube irgendwie, das ist so ein Billo-Titel, von wegen, mach du mal die Arbeit, jetzt bist du mein Elden Lord, ich bin aber der Gott und du gehorst eh mir. So ist das ungefähr, glaube ich. Deswegen werde ich mich dagegen stellen in meinem Playthrough. Ich weiß auch schon genau wie. Verrate aber jetzt noch nicht. Leider Stärke und Geschicklichkeitsskalierung, aber gar nicht so schlecht. Und macht auch noch magischen Schaden. Und den Sternruferschrei. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Bin ich jetzt schon ein bisschen versucht, ne? So ein bisschen versucht bin ich das schon, aber wir wollen die Texte lesen. General Radans riesige, gekrümmte Großschwerter aus Schwarz. Ach, das sind zwei oder was? Riesige, gekrümmte Großschwerter aus schwarzem Stahl, verziert mit einer Löwenmähne. Als Sterngeißel gelangte Radan in seiner Jugend zu großen Ruhm. Zu dieser Zeit verzierte er die Klingen auch mit seinem Siegel der Schwerkraft. Aha. Und schwarzeisener Großbogen verziert mit einem Löwenmähen-Motiv. Dieser Bogen ist von den Gravitationskräften der Sterngeißel erfüllt. Setzt ihn zusammen mit Radans Speer ein und ihr erlebt die geballte Macht dieser Waffen eines wahren Helden. Also, gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Können wir schon mal drüber nachdenken? Lustig, dass das Ding noch was kostet, aber na gut. Was kann man denn hier kaufen? Man kann Radans Rotmain-Helm und Robe der. Okay, aber da kann man auch die Texte lesen, oder? Radan erbte das flammenrote Haar seines Vaters Radagon. Radan ist der Sohn von Radagon und liebt seine heroische Symbolkraft. Ich war der Sohn eines Helden. Nun diene ich dem Fürsten der Schlacht als Löwe. Oha. Der goldene Löwe ist das Symbol von Gottfried, dem ersten Eldenfürsten und seinen Bestienregenten Serosh. Seit seiner Kindheit war Radan von dem Fürsten der Schlacht fasziniert. Der goldene Löwe ist das Symbol von Gottfried, dem ersten und seinen Bestienregenten. Okay, das ist das Gleiche. Okay, das ist auch das Gleiche. Was eigentlich hier bei der Königin? Halbmondkrone der Königin. Als Rinala gleichzeitig Oberhaupt der Akademie von Raya Lucaria und der königlichen Familie von Caria ihren Gemahl Radagon verlor, starb auch ihr Herz. Und das wurde es. Und da wurde es der Akademie klar. Rinala war keine Heldin. Aber es ist auch über. Kann sein, dass es im Englischen. Kann es sein, dass es im Englischen irgendwie anders irgendwie. Ich weiß nicht.
Weil das hier überall die gleichen Texte stehen, bei jedem Objekt ist doch ein bisschen ungewöhnlich, oder? Das war doch bei Souls nie so. Da hast du mit dem kompletten Set hast du ja quasi mehr immer mehr Informationen zu dem Charakter bekommen. Das ist jetzt ein bisschen wenig hier, muss ich zugeben. Ja, aber die kann ich doch gar nicht tragen, die Rüstung. Das ist doch abseits meiner Möglichkeiten. 15 Gewicht dadurch und hier nochmal, keine Ahnung, was ist das? 25 Gewicht und 15 Gewicht. 16 Gewicht. Das sind so viel Gewicht, das kannst du knicken. Ja, da muss ich mich auf jeden Fall informieren für meinen Podcast, weil ich auch gerne über Radan und Radagon und die ganzen Sachen, die goldene Ordnung und sowas. Ich habe das schon aufgesogen. Ich habe schon viele Ideen, über was ich da reden kann, was Lore angeht und so. Ich habe mir ja schon vieles durchgelesen, auch ein bisschen auch im Wiki gelesen und. Und auch die Sache mit den zwei Finger und den drei Finger und sowas und. Ich hatte da mittlerweile ja schon so ein bisschen im Bild, bin ja ein bisschen im Bilde, muss ich sagen. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen schade, wenn die Waffenbeschreibungen und sowas in Deutschen dann immer die gleiche sind. Keine Ahnung. Der Podcast wird ein bisschen dauern, aber ich werde versuchen, den Podcast halt wirklich. Vielleicht nicht der ausgiebigste Podcast aller Zeiten. Das wird jetzt kein irgendwie 3-Stunden-Podcast, ne? Es ist eher so angevisiert eine Stunde. Aber ja. Ich möchte trotzdem so viel Information wie möglich da reinpacken. Es geht ja nicht nur darum, ob das Spiel gut ist, sondern. Hello. You've been busy weeding Deathroot, I take it. I thank you. As your brother in arms. So what can I do for you? Well, what have we here? How did you get your hands on that dagger? Well, that hardly matters. I know very well whose dagger it is. Why don't I return it to them for you? Good work bringing this to me. So, ich glaube, jetzt wird 4 auch, er ist tot. Rogiers Klangperle, Spitzhut der Zauberklinge, Reisekleidung der Zauberklinge, Handschuhe der Zauberklinge und Hose der Zauberklinge und Rogiers Brief. Wir hätten auch noch ein bisschen mehr Story von ihm erfahren, aber ich muss dann nachgucken, was für eine Story das gewesen wäre, was er mir so erzählt hätte. Ich glaube, er hätte von der Zerschlagung des Elden Rings gesprochen. Aber gut. Ein Brief verfasst mit zitternder Hand. Eins hatte ich glatt vergessen. Es scheint, D hat einen jüngeren Bruder. Ich habe gehört, er schlummert in dem Aquädukt bei der ewigen Stadt Nokron. Angeblich trat er gar nicht weit entfernt von dieser Stelle vor den Prinzen des Todes. Nach Nokron gehen wir ja jetzt quasi. Reicht es eigentlich ganz kurz, sich hier hinzusetzen, damit das hier fortläuft? Ja, er ist weg. Und sie ist tot. Ich glaube, damit habe ich die Quest kaputt gemacht. Ich bin aber unsicher. Ich bin mir gerade etwas unsicher. Ich glaube, ich habe die Quest kaputt gemacht. Naja. Das ist ein bisschen blöd dann. Bisschen blöd gelaufen. Ich dachte irgendwie, das musste man so machen. So, guck mal, dahinter ist die Tür offen. Ah, ist ja ein Gegner, ne? Da will ich jetzt noch nicht hin. nicht mit den Sachen, die ich gerade habe. So. Jetzt können wir die Sachen von ihm wieder kaufen. Jetzt müssen wir uns mal ganz kurz reskillen. Was ich aber lustig finde, ist wohl, dass George R. R. Martin hat wohl nicht so viel hier beigetragen, tatsächlich. Wie man erst dachte. Ja, my wish ist, wiedergeboren zu werden. Ich möchte endlich aus diesem Magier oben raus. Was war das 13, ne? Ich muss mal nachgucken. Ich glaube, es war 13 für das Schwert, ne?
14, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Das soll übrigens auch sehr gut sein, ne? Das soll auch sehr, sehr gut sein. Habe ich gehört. Aber gut. 14 brauchen wir. Is it thy wish? Naja, thy wish. Now. Ich glaube, so ist in Ordnung. Kann man machen. So. Wir sind wieder stark. In der Hinsicht, dass wir wieder mehr Rüstung tragen können, alles mögliche. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was ich überhaupt anziehe. Ich glaube, das hatte ich vorher an, ne? Und dann hatte ich hier so Fußsoldatenstulpen an. Ich glaube, die hatte ich an. Ich hatte sogar auch schon was Besseres an mittlerweile. So. Ja, das sieht gut aus. Den Helm hatte ich nicht an. Ich hatte einen anderen Helm an. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, es war sogar der hier. Ja. So, noch mittlere Last. So, das muss ich aber mal ganz kurz überlegen. Die Waffe hat wie viel Gewicht? Steht das hier irgendwo? 21. Die Waffe hat da mit am meisten Gewicht von allem, ne? Und ich muss mal ganz kurz rechnen. Ja, das ist jetzt ein bisschen Numbers-Game, meine lieben Freunde. Das passiert schon mal. 60% von 80 sind 48. Okay. Ach, 70, bis 70% geht's, ne? Bis 70% ist mit Belastung. Also bin ich eh schon ganz knapp dran. Also 56 kann ich. 56 ist alles, was ich kann. Und wenn ich keine Rüstung anhabe, dann bin ich bei mit 3 Talismanen bei 22,5. Ich könnte es natürlich leveln mit den Runen, die ich habe, aber ich würde auch nur 2 Level-Ups bekommen mittlerweile. Deswegen überlege ich halt auch, die Rüstung vielleicht zu kaufen, zumindest schon mal Teile davon. Oder zumindest, vielleicht kann ich es auch komplett kaufen und dann nach und nach anziehen. Das Gewicht ist halt schon massiv hier, ne? Weil wir haben jetzt schon 22,5. Das heißt, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, wie viel zu tragen? Moment, ich muss noch einen zweiten Taschenrechner öffnen. 65 minus 22,5. Wir haben noch 33,5, was wir tragen können. Das reicht nicht für das ganze Set. Aber es würde zumindest für das hier reichen und vielleicht für die Füße. Dann sind wir bei 28,3, glaube ich. 28,3, dann können wir das noch tragen, aber dann können wir den Helm noch nicht tragen. Also die drei Sachen müssten wir eigentlich tragen können. Dann müssen wir halt nur einen billigen Helm tragen. Oder vielleicht wieder den Umhang. Das ist ja auch ganz hübsch. Ich kauf's trotzdem. Gleich mit meinen Augen los. Meine Augen haben sich verändert, oder? Guck mal, wie ich... Weil ich wiedergeboren wurde. Weil die leuchten jetzt so feurig. Was ist denn da mit meinen Augen los? Oder liegt das hier an der Gegend? Ich sehe ganz schön, oder weil ich zum Eldenlord werde langsam. Weil ich so viele Runen ansammle und so. Keine Ahnung. Aber wenn ich das jetzt alles richtig sehe, müsste ich die Rüstung tragen können. Zumindest 3 Teile davon. Jetzt haben wir große Last. Ah, ganz knapp 56,6. Aber ein Level Up haben wir vielleicht noch, dann können wir es vielleicht... Moment. Ein Level Up haben wir vielleicht noch. Ja, dann können wir noch mal einmal in Kondition gehen. Vielleicht reicht es dann.
ein Mann ohne Hosen, das geht doch nicht. Mittlere Last, wunderbar. Ich kann aber keinen Helm tragen. Gar nichts, glaube ich. Alles, was ich hier ausrüsten kann, ist große Last. Ah, nee. Nee. Große Last, selbst. Die ganz leichten Sachen hier. Ich bin so nah dran zur großen Last, dass ich nichts dergleichen tragen kann. Und 7,5 Gewicht tragen zu können, ohne auf große Last zu kommen, das wird heftig, meine Freunde. Das wird richtig heftig. Das wird lange dauern. Da werden wir einige Level-Ups brauchen. Aber ich finde, es sieht trotzdem ganz geil aus, so. Also vor allem mit meinem Schmied-Design, mit meinen Haaren. Oder ich finde das schon sehr sexy, muss ich sagen. So, da haben wir zwar keinen Helm, aber der ganze Rest unserer Rüstung ist halt super, super stark. Was ich eigentlich machen wollte mittlerweile, weil ich wollte ja, weil ich die Möglichkeit habe, es einhändig zu tragen, wollte ich eigentlich gerne ein Schild tragen in Zukunft. Irgendwas Einfaches hier, aber das wird wohl nicht so schnell funktionieren. Dass wir ein Schild tragen. Aber deswegen muss ich mich vielleicht mal vorlieb damit nehmen, meinen Block mit dem Schwert zu nutzen. Weil ich mal ganz kurz nachgucken muss. Und das tut mir leid, dass ich jetzt wieder ins Wiki gehe, weil ich weiß, dass es bestimmt Leute gibt, die das nicht mögen, dass ich das immer mache. Aber ich muss mal ganz kurz wegen der Fia-Quest gucken, ob ich die jetzt komplett verkackt habe. Kann sein, dass ich das auf dem falschen Weg gemacht habe jetzt. Aber wir können das Ende trotzdem noch freischalten. Das werden wir eh nicht freischalten können, weil wir ein Ende nehmen, was exklusiv ist. Have you ever felt the curse? With your whole being, the pox upon life itself, feared and despised by all. The reviled blessing. Apparently not. You are but a lamb, a stranger to defilement, ignorant of your own ignorance. You no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quietude. I asked you not to disturb me. Be thankful of the whole serenity. It is all that keeps your death and defilement at bay. I asked you not to disturb me. Be thankful of the... Naja. Also unwahrscheinlich falsch gemacht zu haben. Schade eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, er ist jetzt weg. Die Tür da hinten ist auch neu, ne? Die ist auch jetzt offen. Aha. Ah, da ist sie ja. Es lebt doch noch. Dies Klangperle, Zwillingshelm, Zwillingsrüstung, Zwillingsstulpen, Zwillingsbeinschutz. Finally, it is returned to its rightful place. The stolen Hallowbrand of the exalted noble. And now, I must bid you goodbye as well. Though I ask you deliver this message to the Round Table Hold. I am Fia. Deathbed companion. Hark, Round Table. Disturb not the death of Godwin, the exalted. We, who humbly live in death, live in waiting. To one day, welcome our Lord. What right does anyone have to object? Our Lord will rise. The Lord of the many and the meek. So, es gibt keine Umarmung mehr. Keine in den Schoß legen mehr. Die Zeit ist vorbei.
Mal ganz kurz gucken, haben wir schon... Ne, haben wir aber auch nicht. So. Ich guck nochmal hier vorne bei dem Typen, ob der jetzt vielleicht das macht, was ich denke, was er machen soll. Okay. Dann setzen wir uns nochmal ganz kurz dran an den Tisch. Vielleicht passiert da noch was. Weil ich meine, es gibt ja noch einen optionalen Boss, wie man das Quest aber machen muss hier. So. Ah, guck mal, da steht jemand. Ich glaube, gegen den... Ah, nee, das war eine Rüstung. Ich dachte gerade. Ah. Ich dachte gerade, da steht jemand. Pustekuchen. Ich kann mal ganz kurz hier unten schauen, ob da irgendwas sich verändert hat mittlerweile. Ob da irgendwelche Türen offen sind. Oh, die Tür ist sogar hier. Achso, das, die war immer schon zu. Okay, ich dachte, die wäre zugegangen. Aber nee, nee. Okay. Na gut. Gehen wir nochmal zum Faulenden rüber. Ich kann auch mal mit ihm hier reden, was er jetzt sagt. Journey to the capital, Landell. To the two fingers will deny your... You may be our best. Na gut. I asked you not to disturb me. Okay. Na gut. Da er jetzt tot ist, frage ich mich, ob ich die andere Quest hier verkackt habe. Weil der war ja mit dem Bestientypen und sowas. Ist der jetzt wütend auf mich? Will der mich jetzt töten? Offensichtlich ja. Die Quest können wir schon nicht mal machen, leider. Der ist aber auch ein bisschen zu stark für mich. So. Ein Tod. Oh mein Gott, ich spawn direkt wieder bei einem Bonfire, ne? Der ist ganz schön wütend. Aber er kommt hier nicht raus, ne? Vielleicht kann man ihn schießen. Man kann ihn schießen. Oder der hat auch einen Fernkampfangriff.
Ja, so viel zum Thema Cheesen. Das Problem ist, jetzt habe ich Fat Roll, jetzt muss ich hier erstmal wegkommen. Das wird jetzt auch spaßig. Hätte ich doch noch die Magie, Leute. Hätte ich noch mit die Magie, aber jetzt kann ich das nicht mehr machen. Mit dem Respecken. Wie weit muss ich noch weg? Wie weit muss man denn noch weg von dem? Endlich. Endlich, endlich, endlich. Wir müssen zum Turm eigentlich noch hier, ne? Warte, ist das der hier? Ist das der Turm? Oder ist das der Turm? Ich glaube, das ist der Turm. Ist mal mächtig in der Rune. Nee, das ist eine Arena. Ich weiß nicht, was der. Okay, da kommen wir auch gar nicht so hin. Warte mal, hier ist doch irgendwo. Hier ist kein Aufwind, ne? Nee, sieht schlecht aus. Okay, wir können aber von hier oben darunter. Das können wir machen. Da ist der Turm, wo ich hin will. Ich wollte trotzdem mal ganz kurz gucken, was das hier vorne ist. Wo ist denn das Ding? Ey, von hier sieht man es auf einmal nicht mehr. Was soll denn das jetzt? Ah, da unten, da ist es. Ah, da kommen wir doch niemals runter. Oha. Aber es war durch den ganzen Tunnel da unten lang. Da muss ich mir mal ganz kurz anschauen, ob man den Tunnel auch irgendwie auf der Karte sieht, diesen Weg. Ah. Von hier vorne kann man das dann machen, ne? Versuchen wir es mal von hier. Mal sehen, ob ich das überlebe, aber ich rechne fast nicht damit. Aber schauen wir einfach mal, vielleicht überlebe ich es ja. Der Weg ist das. Aber warum bin ich da denn nie weitergeritten? Ich bin doch schon mal hierher gegangen. Komisch. Oder vielleicht war das ein anderer Ort oder so.
wo das so ähnlich war. Aber da ist auf jeden Fall ein Riese. Mit Bogen. Okay, das wird ganz schön tricky, zu dem zu kommen. Aber gut, dass es hier ein paar Steine gibt. Das sind die Pfeile von ihm. Oh, ei, 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 ei. Boah, war das knapp. Der hat aber keine Schwachstelle, der. Der Typ hat keine Schwachstellen an den Füßen. Okay, der ist auch down. Nice. Muss man der. Oh, ich hätte gar nichts trinken müssen. Ich muss noch meine Flaschen umändern, demnächst. Ich hoffe, man muss nicht gegen den kämpfen. Ich hoffe, der redet einfach mit mir, aber ich glaube, das ist bestimmt ein Kampf. Und der kriegt mich dann einfach runter. Also der hätte mir mal helfen können bei Radan. Aber man kann mit ihm reden. Okay. Ah. Man muss ihn aber nicht töten, ne? Also. Ich glaube, der wird mich one-hitten einfach. Kann ich nochmal mit ihm reden? Nee. Und einfach gar keinen Schaden an dem. Den hätte ich gebrauchen können beim Radan-Kampf. Kann ich wohl nichts machen, wa? Na gut, dann gehen wir mal zum Turm. Ich glaube, von hier aus ist es am besten. Ich weiß halt nicht, ob der Turm zu hart für mich sein wird, aber schauen wir mal, ob das mit dem Turm klappt. Wir wissen schon, wie schlimm der zweite Turm war, also im zweiten Gebiet der Turm. Wie schlimm der war, das wissen wir ja schon. Also nehme ich mal an, dass der Turm hier noch schlimmer wird, aber schauen wir einfach mal. Vielleicht ist es ja super easy. Vielleicht ist es einfach nur Aufzug nach oben fahren und ermächtigen. Das wäre doch super schön. Aber auch sehr unwahrscheinlich, muss man sagen. Oha, da überhaupt reinzukommen ist schon anstrengend.
Da vorne liegt Loot, aber ich glaube, das wird kein krasser Loot sein. Und ich glaube, um da reinzukommen, müssen wir irgendwie hier rüber springen, oder? Über diesen Weg hier oder so. Und dann, okay, wir gehen vom Pferd runter. Das ist mir gerade zu gefährlich hier. Dann hüpfen wir hier runter. Und dann gehen wir hier die Leiter hoch, okay. Die halten einiges aus, dafür, dass es eigentlich nur Fußsoldaten sind. Die sonst immer One-Hits sind bei mir. Das kriegen wir schon hin. Okay, dann noch eins nach oben. Kommen wir mit dem Pferd dann mit Doppelsprung hoch? Nee. Ich könnte mit dem Doppelsprung dran vorbeikommen, aber ist das wirklich das, was gewollt ist von dem Spiel? Ist das jetzt wirklich so ein hartes Parcours hier? Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen kann. Ist es am Anfang so ein hartes Parcours einzubauen? Wir können hier runterdroppen, ne? Offensichtlich. Eieieiei. Dieser Turm ist echt übel. Also es macht mir halt Angst, hier rumzulaufen. Offensichtlich, weil... schon ein bisschen beängstigend. Ein Fall und man ist tot. Und wenn ich falsch gehe, habe ich auch ein richtiges Problem, was ich gerade, glaube ich, habe. Ich glaube, ich bin falsch gegangen. Okay. Wenigstens komme ich an das Item hier jetzt ran. Da steht ja auch noch ein Typi. Oh, Steinschwertschlüssel war doch richtig guter Loot. Also es ist doch wirklich gelohnt, hierher zu gehen. Hier können wir den Weg wieder zurückgehen, ne? Und hier können wir auch nochmal drüber gehen, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht gefährlich, hier drauf zu springen, oder? Nee. Also hier wieder runter zu springen wird gefährlich. So, hier ist aber auch nichts mehr. Natürlich. Ich habe immer ein bisschen Angst, weil dass das so steil ist, man runterrutscht. Man stirbt. Da hätte ich gerade gar keinen Bock drauf. Es scheint so, als wäre das einfach gewollt, dass man hier einfach hochlatscht. Ohne große Probleme. Jetzt müssen wir, glaube ich, einen anderen Weg hier. Nach links. Wobei, nee, warte, nach links, nee, da sind wir doch hergekommen. Das kann nicht der Weg sein. Oh, ach nee, hier geht es so ein Stück nach oben. Weiter nach oben. Na gut, aber links ist ja auch ein Loch in den Dingen. Also kann man da wirklich hochjumpen? Gut, man fällt halt nicht tief, wenn man es verkackt. Okay, es geht. Das ist halt wirklich das, was das Spiel möchte von einem. Dieses Jump'n'Run hier zu machen. Es ist unfassbar, dass das Spiel das möchte von einem. Finde ich. Oh mein Gott. Das hat auch Miyazaki persönlich dahingestellt, diese Lücke. Ganz persönlich hat er das dahin gemacht. Alter Schwede. Da sind noch mehr Leitern. Alter Schwede, dieser Turm. Dieser Turm ist echt unfassbar. Aber wir sind aber am Eingang da oben, guck mal. Aber was ist das für eine Leiter da vorne? Oder war das das, wo wir vorhin hoch sind? Keine Ahnung.
Hier sind Grace. Oh mein Gott, wie schön. Heiliger Turm von Kehlet. So, damit war's das für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.